Der Einfall des üblen Dr. Andros hat Terror im Lylat-System verbreitet. Der Schrecken scheint endlos. Doch in all dem Aufruhr gibt es eine Firma, der es gelungen ist, aus den Kriegswirren Profit zu schlagen. Corneria Edelmetalle und Co. Ein Schurfunternehmen, gegründet vom geschäftstüchtigen Grippy Toad. Und Zeiten, in denen nichts gefragter ist als Waffen und Roboter, sind für Metallschürfer natürlich ein Segen. Doch kein Reichtum ohne Neider. Und bald schon schleichen diebische Roboter durch Grippys Komplexe. Kapiert? Gut. Und genau deshalb musst du meinen Laden sauber halten. Und das Beste daran, alles über Kamera, überwachen und angreifen. Wie mein schlauer Neffe immer sagt, Maschinen machen's möglich. Na dann, mach den Blechgeiern Beine. Damit herzlich willkommen zu Star Fox Guard. Das Spiel, was bei der First Print Edition von Star Fox Zero dabei ist, ist ein kleines, nettes Minigame, was wir uns jetzt anschauen. Ihr seht, ich habe schon Rang 2, ich habe schon ein bisschen gespielt. Wir werden uns das Spiel auch nicht komplett anschauen. Es sei denn, ihr feiert es zu Tode und es bringt zig unvorstellbar viele Klicks und es ist mega krass am Feiern. Dann ja. Nee, ansonsten schauen wir uns das ein paar Parts lang an, so wie ich Bock habe. Das ist Komplex A, das ist Komplex B. Wir fangen mal mit Komplex A an, damit ich euch das Spiel erklären kann. Wir haben hier nämlich auch noch extra Missionen. So, ich fange mal mit Omniblick für Anfänger an. Das Spiel ist hauptsächlich genauso aufzunehmen wie Star Fox Zero von den Stimmen her. Die Stimmen kommen nur aus dem Gamepad. Das heißt, ich nehme den Gamepad-Sound auf, damit ihr die Stimmen hört. Die Ansicht auf den Gamepad ist relativ simpel. Ich sehe jetzt auf dem Gamepad... Kann man das umschalten? Ich will das nochmal ausprobieren. Ich zeige die Daten an. So, Slippy sagt uns hier, Roboter, hier besiege alle Angreifer-Roboter, alles klar. Kann man mal... Ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen. Moment. Ich mach mal was. So, ich filme gerade mal das Gamepad mit einer Handkamera ab. Mit relativ schlechter Qualität, wie ich gerade feststellen muss. Aber jetzt habt ihr einen kleinen Überblick, wie das auf dem Gamepad aussieht. Ich kann jetzt die Kameras ausrichten, kann auf die einzelnen Zahlen drücken, Moment. So. Da, dann ist jetzt zum Beispiel Kamera 5 aktiv und auf dem Fernseher sieht man Kamera 5. Ich habe das ja jetzt beides eingeblendet. Und wir können jetzt auch Amiibos benutzen, aber ich glaube nur die Star Fox Amiibos. Also wir können uns die Kameras jetzt einrichten, auch die Kamerawinkel nach oben oder nach unten und uns ein bisschen darauf vorbereiten, wie wir die Sichten haben wollen. Ja, und das machen wir jetzt. Also machen wir nicht, weil in der ersten Mission ist das eigentlich nicht nötig. So, Kamera weggelegt. Und ich kann... Moment, ich muss die Kamera auch ausmachen, sonst ist der Akku leer. So. Ja, ich drücke jetzt einfach OK. Und ihr seht jetzt dann gleich eigentlich das Gleiche, was ich sehe. Nur, dass ich auf dem Gamepad noch auf die Zahlen drücke, die ihr oben seht. Jetzt muss ich zum Beispiel auf 1 drücken. So. Muss den Roboter abschießen. Und das war's. Dann sehen wir jetzt einmal 2 rumlaufen. Wir könnten auch hier rüber schießen. Von 3 zu 1. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. So, jetzt kommt bei 3 eine. So, und die krabbeln weiter. Die muss man zweimal abschießen. Und davon müssen wir noch 4 Stück machen. Das heißt, die kleinen zählen gar nicht. Aber wenn die reinkommen, machen die genauso viel Stress. So, hier können wir einfach rüberschießen. Wir müssen nicht unbedingt genau die Kamera nehmen, die angezeigt wird. Man kann auch rüberschießen, wenn die Kamera sich daneben befindet oder so. So. Man sieht ja auch die Viecher auf mehreren Kameras dann. Jetzt suggeriert mir die Musik, dass es gleich stressig wird. So, wo einer noch, komm. Die ersten Missionen sind natürlich easy zum Reinkommen. Und dann ist die Abwehr geglückt. Ja, die können auch in den Komplex reinkommen. Man hat auch im Komplex noch Kameras. Das ist alles kein Problem. Und jetzt sehe ich auf dem Screen, wie viele wann ich die Roboter ungefähr abgeschossen habe. Und am Ende des Levels kommt dieser kleine Frog-Roboter. Ich weiß gar nicht mal, wie er hieß. Irgendwas mit Q, glaube ich. Und sammelt die Edelmetalle ein, die unsere Punkte
anzeigen. Und wir haben eine perfekte Abwehr mit 20 Edelmetallen rausgebracht und haben jetzt Rang 3. Nice. Man kann also anscheinend auch die Level so farmen. Ich finde den Frosch knuffig. Und jetzt gehen wir jetzt hier rein. Und jetzt machen wir einfach weiter. Weil hier, die habe ich schon. Hier müssen wir Rang 7 sein für die extra Mission. Wir gehen einfach mal in Komplex B, weil den habe ich, glaube ich, selber noch nicht gemacht. Böse Bildstörer, das sind nämlich neue Roboter, die da jetzt kommen. Mission daneben gegangen, dann schau doch mal auf dein Gamepad, wo genau der Fehler lag. Ach, guck mal, da kann man dann sehen, wahrscheinlich, wo man zu stressig gehandelt hat. So, Alarm. Siege alle Angreiferroboter, das sind 6 an der Zahl, alles klar. Verschiebe ihr Symbol um sie an ein. Ach, ich kann die Kamera sogar komplett woanders hin bewegen. Ei. Das ist natürlich nice. Ich habe jetzt Kamera 1. Wieso ist die Kamera 1 Sicht so wie ich. So, warte mal. So? Ich möchte die so haben. Die möchte ich auch so haben. Die lassen wir mal da drin. Ja, jede Tür hat eine Kamera. Das reicht ja eigentlich, oder? Aber wenn die das so sagen, ich weiß ja nicht. Okay. Bleibt das jetzt so mit der Kamerasicht? Das wäre mega anstrengend. Okay. Hoffen wir einfach das Beste. Hoffen wir, dass ich mit meinen Fingern schnell genug bin an den Kameraorten. So bei 4. Bei 11. Okay, erste Stau, der Bildstörer. Da wollen wir gar nicht lange fackeln. Den wollen wir zerstören. Bei 4. Und bei 1 wieder. Und bei 10. Oh mein Gott. Und bei 11. Und bei 12. Und es wird stressig. Holy. Bei 9 ist ein Bildstörer. Und bei 1 ist noch ein kleiner Dude. Halt die Fresse, wird das stressig. Jetzt schon. So, und 12. Einen von den blauen noch. Nee, 2 von den blauen noch. Ich glaube, die Bildstörer zählen da gar nicht zu. Hier ist auch ein Bildstörer. Bildstörer heißt, dass die Kamera uns dann ausgeschaltet wird. 9. Und bei 11. Oh Gott. Und bei 4. Heide Witzka. Bei 12, egal. Der bei 12 haut jetzt ab. Den hätte ich auch noch machen können, das hätte Punkte gegeben. Ist sogar wichtig, wenn man perfekt haben will, glaube ich, dass man erst alle besiegt, bevor man das letzte Ziel besiegt. Jetzt habe ich nämlich auf dem Gamepad 3 kleine Roboter, die ich nicht besiegt habe. Naja. Ah, nicht Rang 4. Na. Und man hat es vielleicht schon gesehen, je höher der Rang, umso besser wird auch unsere Kamera, unsere Ausrüstung. Und, ja. CPM. Okay, guck mal hier, neblige Aussichten. Wird es jetzt hier neblig oder was? Dann sieht man die Gegner ja später. Das wäre echt uncool. Vor Missionsbeginn kannst du ungefähr erkennen, wie viele Robos angreifen und woher. Ach so, das sind die Zeichen. Okay. Dann kann ich da ja theoretisch auch mehrere Kameras hinpacken. Alle Angreiferroboter. Okay. Okay, der geht da, der ist hier. Da greifen welche an, da greifen welche an. Kann ich die hier hinten hinpacken? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Es ist dann vielleicht auch hier besser, wenn ich die nach hinten packe. Nein, ich will dich nach hinten packen. So ein bisschen. Du bist ganz gut da. Du kannst ja mal nach da gucken. Obwohl, nee, du bist... Ja, du nach da. Ihr seht ja, wie ich die Kameras drehe. Ah, ich wollte dich nicht bewegen. So. Du mal nach da und du guckst nach da. So. Versuchen wir es mal so. Es wird mega chaotisch, weil ich jetzt alles verstellt habe und das Spiel das wahrscheinlich gar nicht wollte. So, 1. 10. Oh, da habe ich die Kamera ein bisschen zu weit nach hinten gepackt. Aber ich habe es noch gekriegt, okay.
Was ist das denn? Geh weg. Okay. Sehr greift alles hier an. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Jetzt muss ich ein bisschen warten. So, 4. 1. Jetzt wollt ihr es aber wissen, wa? Was ist denn bei 4? Was ist das? Was ist das? Wir dürfen nicht in die Mitte kommen. Was ist das? Es lenkt mich auf jeden Fall ab, dass die alle hier reinkommen. Was denn mit? Bei 9 auch. Zieh dich, auch was immer du bist. Okay, es ist nichts in der Base. Das ist wichtig. Oh, geh mal weg. Bei 11 geht noch einer rein jetzt. Oh, da sind welche drin. Abwehr geglückt, okay. Ich glaube, einer ist jetzt abgehauen. Ja, einer haut hier gerade ab. Zwei hauen ab. Der Goldene hat mich so abgelenkt. Der hat ganz viele Metalle verloren. Das war so viel. Ich wollte alles haben. Man schaut sich an. 32 mit... Boah, 100. 155. Verdammter Mist. So, Rang 4. Rang 5. Multicam. Erfasst mehrere Ziele auf einmal. So kannst du viele Robots zusammen oder einen Roboter mehrfach treffen. Schau's dir an. Cool, cool. Okay. Mann, Mann, Mann. Kannst du in einer Extra-Mission spielen? In Extra-Mission gelten zusätzliche Spielregeln, welche dich ganz besonders fordern. Bewältige neue Missionen und erreiche höhere Ränge, um weitere Extra-Missionen freizuspielen. Okay. Grün und gefährlich. Luftangriff Corneria. Ach, guck mal. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Von Star Fox Guard. Wie gesagt, das schauen wir uns in ein paar Parts an. Mal schauen, wie ihr das annehmt und wie ihr das findet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.